Leute, Crimex hier und in diesem Video werde ich euch eine extrem coole neue gemoddete Mission zeigen und ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, mit dieser Mission kann man eben schon, bevor es die Banküberfälle gibt, eben auf diese Yacht gehen, die man schon in dem Banküberfall-Trailer gesehen hat. Ist auf jeden Fall wirklich extrem cool, da man jetzt auch schon öfter was von einer Yacht im Coding gesehen hat und da, wie schon eben gesagt, die Yacht auch in dem Heist-Trailer drin war, ist auf jeden Fall, wie gesagt, extrem cool, weil man einfach mit dieser Mission schon vor dem Banküberfall-DLC sich schon mal diese Mission anschauen kann und wie das dann später aussehen wird. Der Link zu dieser Mission ist natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden, leider nur für die PS4 und für die Xbox One. Für die Old-Gen-Konsolen gibt es diesen Link leider nicht, jedoch könnt ihr euch das trotzdem einfach mal anschauen, sofern ihr eine Next-Gen-Konsole habt. Ich kann es wirklich nur jedem von euch mal empfehlen und wenn ihr eben keine Next-Gen habt, dafür gibt es ja mich, dafür zeige ich euch das Ganze jetzt hier einfach mal im Video. Man könnte jetzt natürlich sagen, es ist einfach nur die Yacht aus dem Singleplayer-Modus, auf der Michael eben seine Tochter geholt hat, jedoch zeige ich ihr das komplette Deck und man kann eben schon sehen, es sieht wirklich übelst verwüstet aus und ich werde euch jetzt einfach mal die Sequenz aus dem Heist-Trailer einblenden und man sieht einfach, dass das Schiff wirklich übelst überrannt wurde und das ist wirklich ein Indiz dafür, dass sich hier tatsächlich um diese Yacht handelt aus dem Heist-Trailer und man kann einfach wirklich auch schon erkennen, dass Rockstar Games wirklich schon an den Banküberfällen arbeitet, weil diese Yacht jetzt schon so verwüstet, wie man sie eben in dem Trailer gesehen hat, in dem Spiel drin ist und jetzt eben von einem Modder freigeschalten wurde und eben in dieser Mission zu sehen ist. Die Yacht wurde auch direkt schon an der Stelle platziert, in der sie auch in dem Trailer zu sehen war und wie schon am Anfang gesagt, ist wirklich einfach extrem geil, weil man jetzt einfach schon vor diesem Banküberfall-DLC sich diese Yacht anschauen kann und einfach sich schon mal komplett darauf vorbereiten kann. In dem Video gibt es also, besser gesagt, in dieser Mission könnt ihr auch einige gemoddete Fahrzeuge erhalten, wie zum Beispiel bunte Cargo-Bobs oder Space-Docker oder Schneefahrzeuge. Diese bekommt ihr dann am Spawn. Die habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich zeige euch hier einfach nur diese Yacht. Also wie gesagt, Leute, diese Mission ist einfach nur mal eine Download-Empfehlung von mir. Der PS4 und der Xbox-Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden. Schreibt mir doch einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was meint ihr zu dieser Yacht? Ich finde es wirklich extrem geil, dass jetzt Modder geschafft haben, diese Yacht schon frühzeitig in das Spiel reinzupatchen, sodass wir Spieler das einfach alles schon mal früher anschauen können. Denn ich denke mal, wir haben jetzt alle wirklich lang genug auf die Banküberfälle gewartet. Und jetzt noch eine kleine Message an Rockstar Games. Rockstar Games, bitte veröffentlicht endlich die Banküberfälle. Auch wenn ihr denkt, wir sind noch nicht bereit, aber wir sind bereit, Leute. Gebt dem Video einfach ein Like, wenn ihr auch denkt, dass die GTA-Community bereit ist für die Banküberfälle. Und ich denke einfach, diese Mission oder besser gesagt, diese Yacht zeigt einfach wirklich nochmal, dass Rockstar Games endlich die Banküberfälle veröffentlichen soll und dass diese auch bereit dazu sind und ich denke mal, dass jetzt auch wirklich nicht mehr lange dauern wird. Wie gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare, was meint ihr zu dieser Yacht? Der Download-Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden und jetzt am Ende noch danke an meinen Kollegen Full Tribio, der mir hier diese Mission gezeigt hat und der war auch in dem Video dabei. Er hat auch einen GTA-Kanal und auch er ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crimex und danke fürs Zuschauen. Ciao!